Liebe Oldenburger, ich darf Sie zu einer neuen Folge von Nachdenken mit Jaspers, Dialoge zur Zeit begrüßen. Heute im Studio mein Gast Dr. Wolfgang Schopp von der Universität Frankfurt, seines Zeichens ein Kenner Peter Suhrkamps, der seit Jahren mit der Biografie des Oldenburgers beschäftigt, der in Frankfurt der Verleger des Suhrkamp Verlages wurde. Und dieser Verlag feiert in diesen Tagen seinen 70. Geburtstag und hat aus dem Anlass ein Buch herausgebracht, mit gesammelten Essays von Peter Suhrkamp. Es heißt über das Verhalten in der Gefahr. Herr Schopf, herzlich willkommen. Und gleich die erste Frage: Was hat es mit diesem Band über das Verhalten in der Gefahr auf sich? Was hat man sich darunter vorzustellen? So sieht er aus. Vielen Dank für das herzliche Willkommen. Man hat sich darunter vorzustellen, vor allem eine Doppelpublikation zum 70. Jubiläum des Verlags ist erschienen: die Reiseberichte, also eine Auswahl von Reiseberichten Siegfried Unsells. Und eben die Essaysammlung Peter Suhrkamp über das Verhalten in der Gefahr. Das ist deswegen bemerkenswert, als dass meines Wissens der Verlag einen Anlass noch nie mit einer Doppelpublikation seiner beiden Jahrhundertverleger gefeiert hat. Da wird ein großer Bogen. Also Peter Suhrkamp, der große Begründer, und Siegfried Unsells, der Nachfolger Ende der 50er Jahre, der den Verlag zur eigentlichen Größe der Suhrkamp-Culture, Suhrkamp-Kultur gebracht hat. So ist es. Und diese beiden Persönlichkeiten mit so unterschiedlichen Texten nebeneinander zu stellen, steht dem Verlag hervorragend zu Gesicht. Das ist ein kleiner Coup. Es gibt eine kleine, überschaubare Anzahl von Publikationsansätzen der Suhrkamp'schen Schriften. Das begann in den 50er Jahren mit den beiden großen runden Geburtstagen Peter Suhrkamps. Da haben seine Mitarbeiter und Freunde zwei Privatdrucke ausgewählter Schriften publiziert. Kasak hat den Band Der Leser nach Suhrkamps Tod, der BS, herausgegeben. Bibliothek Suhrkamp. Ja, aber der große Unterschied zwischen diesen drei lange zurückliegenden Ansätzen und dem Band jetzt ist, dass dieses Buch zum ersten Mal die gesamte Spanne, die Zeitspanne und die programmatische Spanne des Schreibens Peter Suhrkamps abbildet durch eine sehr kluge Auswahl von 43 Essays, die sich aus dem Zeitraum von 1919 bis 1957 speisen. Und das Gesamtöuvre, wie viele Essays und Schriften hat Peter Suhrkamp veröffentlicht? Auch das ist ein Verdienst dieses Bandes, der über den Band quasi hinausgeht. Mhm. Wir finden erstmals die vollständigste Bibliografie, die es bislang zum Schreiben Peter Suhrkamps gibt. Die weist über 300 Texte aus. Und das Bemerkenswerte ist, wir nehmen ihn wahr als den Verleger des S. Fischer Verlags während der NS-Zeit und als Verlagsgründer. Aber über die Hälfte dieser über 300 Essays sind schon geschrieben, bevor Peter Suhrkamp Ende 32 bei S. Fischer eintritt. Das heißt, wir haben auch erstmals einen Grund dafür, warum sich im Einwohnerverzeichnis Berlins Ende der 20er Jahre hinter dem Namen Peter Suhrkamp die Berufsbezeichnung Schriftsteller fand. Wenn wir sozusagen diesen Schriftsteller und diesen Verleger Peter Suhrkamp, zu dem er dann wurde, mit diesem Essayband betrachten wollen, zusammen besprechen wollen, so könnte man vier Phasen eigentlich ausmachen, wenn ich es recht verstehe, die ihn auszeichnen. Und die erste Phase 1919, sprechen Sie schon an, das Datum Ende des Krieges. Peter Suhrkamp war über all die Jahre im Krieg sozusagen tätig. Er war Frontkämpfer, er war nicht nur irgendein Kämpfer, sondern jemand, der sich auch ausgezeichnet hat. Wie hat sozusagen diese Kriegszeit, die Jahre der Kriegsbeteiligung sich auf ihn ausgewirkt, auf sein Schreiben? Was kann man zu diesen frühen Jahren des Schreibens Peter Suhrkamps im Rückblick auf den Krieg sagen? Naja, er bezeichnet sich selbst als Mordgeselle. Er war Patrouillenführer mit Spezialeinsätzen hinter der Westfront. Das war ein unappetitliches Gewerbe, aus dem er schwer traumatisiert zurückgekehrt ist. Er verbrachte Monate in einem Offizierssanatorium, und die erste publizierte Geschichte von ihm trägt den Titel Die Zelle und beschreibt seine eigene Reflexion beim Versuch, mit diesem Trauma umzugehen. Das wird ihn Zeit seines Lebens begleiten. Wie überhaupt vielleicht einführend zu sagen ist, dass diese vier Stationen, die wir eben kurz schon angesprochen haben, nicht als abgegrenzte Etappen zu sehen sind, sondern als Phasen, die sich aneinander schließen und die Akkumulation von Erfahrungen und Erlebnissen darstellen, also zusammenhängen, was bedeutet, dass man den Verleger, den wir zu kennen glauben, schwer versteht, ohne den Redakteur, ohne den Theatermann, ohne den Pädagogen und ohne den Soldaten. Da kann man auch sagen, für manche, die es nicht wissen,
Peter Surkamp ist hier in Kirchhatten im Oldenburgischen geboren und ist ein Bauernsohn, dem es nicht in die Wiege gelegt war, eigentlich Mann des Geistes, Schriftsteller, Verleger zu sein, sondern eigentlich einen Hof übernehmen sollte von seinem Vater und sich diesem seit Generationen sozusagen bestehendem ehernen Gesetz der Hoffolge widersetzt hat, aufs Oldenburger Lehrerseminar ging. Wie ist das, dieser Anfang, auch insgesamt eingefügt? Wie kann man das, diese Spannung eigentlich, dass jemand Tradition bricht, um etwas ganz anderes zu machen? Sehr ambivalent. Er bricht mit dieser Tradition, wird andererseits, aber da werden wir noch darauf zu sprechen kommen, Ideale, die dieser Tradition entlehnt sind, immer wieder ins Feld führen. Das heißt, das Bäuerische hat etwas... Das Bäuerische, das Authentische, das Unverdorbene, das quasi Vormoderne, eine gelebte Moral, die sich nicht vermitteln lässt, sondern quasi natürlichen Gesetzen entspringt, das bleibt eine Figur... Eine Deutungsfigur seines Lebens auf sozusagen. Auf die er immer wieder zurückkommt. Mhm. Ja. Was auch eine Figur bleibt, ist die Situation von 1919, die Frage war noch nicht beantwortet. Mhm. Er wird, das zeigt es ganz gut, was ich meine, er wird in diesem Essay März 33, als es um die Reichstagswahl 1933 geht, die Situation als im Prinzip Einholen der Geschichte von 1919 beschreiben. Damit kommt er auf der einen Seite um das Problem herum, sich verbindlich zu 33 zu äußern. Das ist eine Technik, auch auf die kommen wir noch zu sprechen. Vor allem zeigt es aber, dass diese Wunde nach dem Ersten Weltkrieg die schwerende bleibt. Und dass die Allianzen, die damals entstanden sind und die damals noch lebhaft und lebbar waren, sich im Laufe dieses offenen Zeithorizonts in unterschiedlichste, widersprüchlichste Richtungen entwickelt haben. Wir haben dieses Beispiel eines Essays in diesem Buch, in dem Peter Surkamp über Hans Jost schreibt. Der später im NS ein sehr wichtiger Mann der Reichsschrifttumkammer werden sollte. Ja, sie lernen sich kennen in einem Milieu, das weit entfernt von dieser Entwicklung lag. Das war das expressionistische Theaterleben in München 1918, 1919. Es werden Jost Stücke gespielt. Mhm. Annemarie Seidel, Surkamps spätere Ehefrau, ist als Schauspielerin auf der Bühne bei Jost. Und in dessen Anwesen am Starnberger See treffen sich Jost, Peter Surkamp und Bertolt Brecht als Vertreter ihrer Generation mit den ähnlichen Traumatisierungen, mit den ähnlichen Hoffnungen, mit den ähnlichen Sehnsüchten und mit drei vollkommen unterschiedlichen Werdegängen, die von diesem Punkt ausgehen. Jost wird Präsident der Reichsschrifttumskammer und insofern Antipode beider. Peter Surkamp wird nach dem Reichstagsbrand Bertolt Brecht bei sich beherbergen und eigenhändig auf den Zug ins Exil geleiten. Und Brecht kehrt 45 zu einem Peter Surkamp zurück, ideal gesprochen, dem er das alles nicht vergessen hat. Das heißt, es sind sozusagen innere Bezüglichkeiten da, die eigentlich von dem System, in dem politischen her, nicht denkbar waren. Zwischen verschiedenen Menschen, die sich finden als Literaten, aber auch Bezüglichkeiten, Sie haben es auch angedeutet, zwischen Kriegsteilnehmern, die in dem Sinne Kameraden waren und nach Kriegsende doch auch sehr verbunden sind durch die Erfahrung der Niederlage, die vielen als Schande erscheint, als Scham, die nicht aufgehoben ist. So ist es, und das ist einer der Verdienste dieses Bandes, dass er quasi das erste Viertel der intellektuellen Biografie, die wir bei Surkamp belegen können, erstmals mit abbildet. Die anderen Sammlungen setzten alle ab dem Punkt ein, wo man sich halbwegs vergewissern konnte, wo man steht. Also bei den Versuchen nach 33, den jüdischen S. Fischer Verlag durch die Zeit zu bringen, bei den Versuchen nach dem Krieg den geistigen Neuaufbau auf die Beine zu stellen und schließlich die letzte Phase des eigenen Verlags. Das ist alles Kanon, das konnte man auch schon immer sagen. Aber zu den Verhältnissen, in denen diese bisherigen Versuche entstanden sind, zählte eben auch Scham, Scheu vor einer Ambivalenz, mit der noch nicht gut umzugehen war. Mhm. Und das wagt eben dieser Band, deswegen auch dieser für viele befremdliche, emphatische Essay über die optimistische Kraft eines Dramas von Jost, dessen Name nach 33 für uns heutige natürlich verbrannt ist. Und zu dieser frühen Phase zählt auch Peter Surkamps eigene Zugehörigkeit zur Jugendbewegung. Er war zum Teil in den 20er Jahren Lehrer in der Odenwaldschule und in Thüringen einer
Schule der Jugendbewegung. Und wenn ich das richtig verstehe, sind diese Essays ein gutes Stück Abrechnung. Also eigentlich eine Form der Distanzierung von einer Art der Jugendbewegung, der Jugendkultur, deren Teil Suhrkamp war, auch aus dem Verlangen heraus mit dem eigenen Herkommen zu brechen. Und die er eigentlich dann um 1932, 1933 herb kritisiert. Was würden Sie sagen, ist sozusagen der Kernpunkt dieser scharfen Kritik an der Jugendbewegung, die für Peter Suhrkamp um 1933 doch sehr paradigmatisch, sehr typisch war? Also es ist schon bemerkenswert, dass, dass der erste große Artikel, den Peter Suhrkamp in der Neuen Rundschau publiziert, das ist die Zeitschrift des S. Fischer Verlags. Die Zeitschrift des S. Fischer Verlags, sozusagen sein Entree in dieses ganze Kosmos, den etwas sperrigen Titel »Die Sezession des Familiensohns, eine nachträgliche Betrachtung der Jugendbewegung« trägt. Und das im Oktober 1932, als ob es da nicht aktuellere Fragen und Probleme gäbe. Es gibt nicht aktuellere Fragen und Probleme als die, denen Peter Suhrkamp hier nachgeht. Nämlich, was ist wann passiert, das zur Folge hatte, dass eine ganze Generation ihren Familien entlief, einer aufklärerischen Bildungstradition, wenn es die dann gab, entlief und, wie er sagt, Söldner von Parteien und Bewegungen werden konnten. Und da markiert er die auf den ersten Blick emanzipatorisch erscheinende Gemengelage in der Jugendbewegung. Das formuliert er auf Sie haben eine Art und Weise, die... Möchten Sie es lesen? Absolut überrascht, ja. Verzweifelt über das Treiben der heutigen Jugend beschwören Männer der bürgerlichen Mitte wieder das Bild der damaligen Jugend. Dazu wäre weiter nichts zu sagen, wenn nicht das, was dieselben Männer am Zustand der heutigen Jugend besorgt macht, ihre Kultur, Geistes- und Seelenanarchie, die Aufzehrung jeder menschlichen Substanz, der Barbarismus damals angefangen hätte. Das ist erstmal schwer nachzuvollziehen, weil wir wissen, dass die Jugendbewegung, dass der Wandervogel selbst zu den Verfolgten des NS-Regimes gehörte. Aber wenn man schaut, wie präzise er versucht, Familienstrukturen nachzustellen, Entwicklungsphasen, die notwendig sind, um sozusagen sittliche Reife, um mal so einen altmodischen Begriff zu entwickeln, wie das eben durch den Jugendwahn, wie er ihn nennt, durch den Selbstzweck der Jugendlichkeit aus den Fugen geriet, damit liefert er tatsächlich einen Ansatz zur Forschung hinsichtlich autoritärer Strukturen, deren Entstehung und deren Anfälligkeit für Manipulation. Mir schien es auch so, als ob, dass Sie lasen es vor, das Wort Anarchie. Also Anarchie heißt sozusagen ein Chaos, eine Nichtherrschaft, eine Unordnung, dass dieses Stichwort eines ist, was eben nicht nur für die Jugendbewegten gilt, sondern auch für die Elterngeneration schon. Das heißt, man könnte sagen, die Erfahrung der Moderne einer in sich zusammenbrechenden Welt. Der Weltkrieg hat ja letztendlich, wie bei Stefan Zweig angezeigt wird, die Welt von gestern, die Bürgerlichkeit als vordergründiges Pappmaché, könnte man sagen, in einer anarchischen, ungeordneten Welt gezeigt, die nicht mehr über Autoritäten verfügt. Also die Vaterlosigkeit, könnte man das so sagen? Explizit der zweite Artikel aus diesem Genre, auch 32, heißt Söhne ohne Väter und Lehrer. Ja. Also das ist genau das Bild. Der Jugendwahnsinn, die Unreife wurde stabilisiert. Bis zur Selbstherrlichkeit der heutigen Jugend ist von da an nur ein kleiner Schritt. Das heißt, es ist etwas aus der Ordnung geraten. Und ist es nicht einfach verblüffend, dass Peter Suhrkamp selbst, der das diagnostiziert, in seinen jungen Jahren diese Aufhebung der Ordnung aktiv betrieben hat? Selber aus seinem heimischen Verhältnis von Autorität ausgebrochen ist, hier in Oldenburg am Lehrerseminar in der Ausbildung war, dann nach dieser Zeit eben kurze Schullehrerzeit, aber eigentlich die Weimarer Jahre in chaotischen, verschiedensten Berufen zugebracht hat, im Grunde genau dieses anarchische Leben geführt hat. Das zählt zu dem glücklichen Händchen, das über dem Band steht, dass in einem sehr starken Maß Texte ausgewählt wurden, bei denen sich scheinbar Suhrkamp ein bisschen selbst über die Schulter schaut. Also wir haben starke Anknüpfungspunkte an seine Biografie, aber auch starke Anknüpfungspunkte an das Werk des Verlags. Das ist mit Sicherheit kein Zufall. Das heißt, diese Kritik der Jugendbewegung ist eine Form von Selbstkritik? Es ist eine Form der Selbstreflexion, es ist eine Form der Selbstbeobachtung. Und das Interessante ist, dass er dabei
häufig Kategorien aus diesen anderen Bereichen seiner Biografie zur Kritik der aktuellen oder der gerade thematisierten anwendet. Also bei der Kritik der Jugendbewegung haben wir die Idealisierung von Familienverhältnissen im bäuerlichen Milieu, dem er selbst, wie Sie eben gesagt haben, entflohen ist. Also kurzum, eine Instanz kann die andere objektivierend kritisieren. Und das hält er konstant über sein Leben durch. Und man kann sich auch wundern, ist mein Eindruck, Surkamp Verlag steht ja für Moderne, dass in dieser Auswahl von Texten von Peter Surkamp auch zum Beispiel ein Essay, eine Rezension noch aus dem Uhu, aus der Zeitschrift des Ullstein Verlages, enthalten ist über Virginia Woolf, einer expliziten Autorin der englischen Moderne, To the Lighthouse, zum Leuchtturm, in der, wenn ich es richtig verstehe, Surkamp sehr deutlich die Aporien, die Schwierigkeiten eines hochindividualisierten Blickes anzeigt. Und sagt, das führt in Anarchie, in Chaos, in Unordnung, wenn der Einzelne sich zu ernst nimmt. Er kann mit dem, was er quasi als übersteigerte Subjektivität wahrnimmt, zu diesem Zeitpunkt noch nicht viel anfangen. Das heißt, er ist in dem Sinne auch ein Stück antimodernistisch. Moderne als Gefahr des Sich-Verlierens. Könnte man das so sagen? Antimodernistisch würde er bedeuten, dass er oder skeptisch quasi schon einen Schritt darüber hinaus ist. Er ist ein Stück weit vormodern, ohne daraus eine Ideologie zu machen. Aber er betrachtet sie kritisch. So ist es. Also eine prekäre Modernität, der er nicht folgen möchte. Zu dieser Zeit zumindest. Zu dieser Zeit zumindest. Andererseits relativiert er das selbst. Er beschreibt, dass er beim Aufkommen der Pharma, da gibt es einen Roman namens Ulysses, selbst nicht in der Lage gewesen wäre, ihn einzuordnen. Und zwar aus ähnlichen Gründen, warum er jetzt mit Virginia Woolf hadert. Mit der Zeit ist ihm klar, dass es sich um ein Schlüsselwerk der Literatur des 20. Jahrhunderts handelt. Und ein Vierteljahrhundert später wird er mit Proust Suche nach der verlorenen Zeit vielleicht den Roman einer subjektiven Modernität in Frankfurt in den 50er Jahren protegieren, überhaupt herausmachen. Also ein Mann, wo man fragen kann, was ist in diesen 25 Jahren passiert? Eine Katastrophe nach der anderen und eine Erweckung nach der anderen. Das heißt, eine unerhörte Wandlung, ja? Eine Wandlung, die vorherige Position nie gänzlich hinter sich lässt. Mhm. Also aufgreift und doch ganz neu akzentuiert. Ja, und deswegen ist auch die chronologische Anordnung dieser 43 Essays richtig. Es ist nicht die konventionellste Variante, sondern die in dem Fall dem Gegenstand am angemessenste, weil sich diese Entwicklung jetzt bei einer thematischen Gruppierung, die ja auch denkbar gewesen wäre, literarische Essays, kunstgeschichtliche, verlagstheoretische, das hätte man machen können, das hätte nicht geholfen. Also wenn ich es richtig verstehe, diese erste Phase, Traumatisierung durch den Krieg, Unordnung, auch das Gefühl zurück einer betrogenen Generation von Frontkämpfern, zudem auch Wahrnehmung der Moderne in ihrer Ambivalenz, ohne sie zu stark zu begrüßen, würde ich vorsichtig sagen. Ja. Und zwar sowohl im Persönlichen als auch im Kulturtheoretischen. Ja, und zugleich um 1933 Eintritt in den S. Fischer Verlag als Lektor oder Redakteur der Neuen Rundschau in einer Form von bedingter Offenheit für das, was in Deutschland auf einmal neu zusammenkommt. Und vielleicht können wir diesen Essay März 1933 nochmal näher betrachten. Auf einmal die Hoffnung weckt in dem ehemaligen Frontkämpfer, es könnte sozusagen die Schande von Versailles, die Niederlage in einer neuen Deutschlanderfahrung irgendwie kompensiert ausgeglichen werden. Ja, jetzt wird es natürlich einfach kompliziert, ja, weil alles, was Peter Surkamp ab 1933 insbesondere in den Organen des S. Fischer Verlags veröffentlicht, hat einen Zweck, der über diese Selbstäußerung hinausgeht. Inwiefern das? Fischers haben sich einen nicht-jüdischen Verlagsleiter gesucht. Und er hatte natürlich einen auch politischen Zweck. Und eine Äußerung von S. Fischer zur Reichstagswahl 33 ist natürlich eine politische Äußerung, die das Überleben des Verlags ermöglichen soll. Das heißt, da wird auf verschiedenen Ebenen gesprochen. Und das muss man mitdenken, wenn man diese Äußerungen Peter Surkamps betrachtet, die natürlich irritierend sind. Vielleicht beginnen wir haben Sie eine Zitat? Mit der Positionierung, die er persönlich tatsächlich in diesem Essay März 33 vornimmt. Es gibt zwei Formen, Elementarereignisse zu erleben. Entweder man verbrennt selbst in ihnen,
ist in jedem Atom von ihnen durchglüht und hingerissen, marschiert, gestikuliert und schreit mit, ist Akteur. Oder man nimmt das Bild in sich auf als Betrachter und von ihm kann man so ergriffen werden wie der andere Typ, nur dass die Ereignisse eine Stille, mehr durch das Bild und den Sinn bedingt ist. So sah ich die Ereignisse im März. Er betrachtet sich als Zuschauer. Zuschauer also er ist wird, nicht im Geschehen, er ist engagierter Beobachter. Er ist engagierter Beobachter. Er wird diese Figur des Zuschauers literarisieren und in einer Serie großer Essays zum Topos eben dieser Position machen, in die er sich begeben hat oder in der er zu sein glaubt. Und an diesem Begriff des Zuschauers wiederum nach 45, das werden wir auch noch sehen, diese eigene Rolle stark in Frage zu stellen, beziehungsweise als Beispiel für die Verstrickung in Kollektivschuld ansehen. Aber hier sozusagen noch um 33 als eine Möglichkeit der Existenz des aktiven, affirmativen, also zustimmenden Beteiligtseins an einem neuen Zusammenstehen Deutschlands, ohne in dem abwartenden Betrachten ausdrücklich zu wissen, wohin die Reise geht und ob sie gut ausgehen wird. Es ist, glaube ich, mehrfach in dem Essay von ungeheuren Entwicklungen die Rede, von unheimlichen, also nicht endgültig beurteilbaren Entwicklungen. Das heißt, eine gewisse Reserve, würden Sie sagen, ist dem Text abzuspüren? Es ist wirklich eine Spanne, die reicht von Sätzen wie sie liebte nicht den Krieg, wer könnte das von sich sagen, aber die Seelengröße, die Anwendung des Menschlichen von Grund auf und in jenem Moment das Erprobtwerden, das karge Dasein für sich und die anderen, die einfache Kameradschaft. Nicht ihr Ich zum Ziel haben, das sei die Sehnsucht derer gewesen, die mehrfach geschlagen aus dem Ersten Weltkrieg nach Hause kehrten. Und diese Sehnsucht sei in den darauffolgenden Jahren weiter entstanden, weiter gewachsen. Und was er jetzt zur Analyse von 33 anbietet, ist sozusagen die Einlösung der Versprechen und Sehnsüchte dieser verlorenen Generation im zivilen Leben. Das heißt aber auch, dass die Militarisierung des zivilen Lebens die logische Konsequenz ist. Das heißt, das abgebrochene Wir-Erlebnis, was in der Niederlage endete, soll 33 aufgegriffen werden. Das Ich darf wieder hoffen, über sich hinauszuwachsen. Aber wohin es wächst, ist noch offen. Und die Männer, die damals auseinandergetrieben wurden und auseinandergeflüchtet sind, marschieren wieder. Sie wollen Erfüllung dessen, wofür sie kämpften. Sie sollen aus ihrem erlebten und erlittenen Leben heraus eine Zukunft bauen. Und dann endet aber ein Absatz weiter, der gesamte Essay mit: Aber klappt in diesem Bild die Historie nicht allzu gut? Das ist die Sorge, die den nachdenklichen Betrachter bedrücken mag. Eine Ahnung von etwas Unseligem fehlt auch hierbei nicht. Das ist diese Reserve, die wir ansprachen. Das ist diese Reserve und das ist eine sprachliche Technik, die in der inneren Emigration beziehungsweise bei allen, die innerhalb des Systems überleben wollten, häufig Anwendung fand, nämlich die Negation des Gesagten durch die Hintertür, um eben diese Ambivalenz zu wahren. Und doch steckt ein Stück Faszination an dem, was geschieht gerade in den Ausführungen. Das heißt, das neue Zusammenstehen, das Zusammenwachsen nach dieser Märzwahl eines Deutschlands, in dem es zwar keine absolute Mehrheit gab für die NSDAP, aber doch eine große Zustimmung, ist etwas, was auch den Beobachter zumindest stimuliert, enthusiastisch stimmt, mit einer gewissen Reserve, die nicht zu überhören ist. Aber das Ereignis als solches wird begrüßt. Es wird begrüßt, aber auf eine Art und Weise historisch relativiert. Also er verwendet das Wort Gleichschaltung, betrachtet aber die Gleichschaltung in allen Ländern und Kommunen, die nun folgt, zeigt ein Deutschland, das es noch nie gegeben hat. Die alte Krankheit des Reichs, des Föderalismus, scheint überwunden. Damit relativiert er diese Geschehen, indem er den historischen Kontext der Kleinstaaterei, der Reichsentwicklung als Maßstab zur Bewertung dieses unerhörten Ereignisses aufreißt. Man könnte sagen, es ist ein doch aber auch nationalistisch positives, konservatives Element in drin. Naja, viel anderes kam nicht mehr zu Wort. Ja, aber das kann man sagen. Das kann man natürlich sagen. Aber wie gesagt, er wendet bereits zu Beginn dieser Phase die Technik an, entweder die Relativierung durch die
Öffnung der Hintertür zu ermöglichen oder ein historisches Tableau zu eröffnen, das so groß ist, dass das aktuelle Geschehen in den großen Bogen eingebettet werden kann und damit seinen singulären Schrecken verliert. Und auch seinen singulären Anspruch. Auch das. Sie haben das vor einigen Jahren schon den Briefwechsel Peter Sokans mit seiner Frau Annemarie Seidel, genannt Myrl, herausgebracht. Und in diesem großartigen Dokument einer Ehe, aber auch einer Verlagsgeschichte, Personengeschichte, ist das Jahr 1936 sehr wichtig. Das Jahr, in dem die Olympischen Spiele in Berlin stattfinden, in dem Peter Surkamp innerhalb des Verlages noch wichtiger wird als Figur. Können Sie diese Zeit 36, diese Inszenierung, ja, deutscher Weltoffenheit und die Rolle, die Peter Surkamp als Beobachter in diesem Jahr spielt und als Verantwortlicher des Verlages, kurz skizzieren, bevor wir weitergehen? Das, glaube ich, ist ein wichtiger Punkt. Ja, also 1936 geht es bei ihm dahingehend durch, als dass er sich von der Massenemphase der Olympischen Spiele tragen und anregen lässt. Seine Beschreibungen der Aufmärsche, der Inszenierung der Großstadt sind völlig euphorisch. Andererseits ist das aber auch ein kurzes Innehalten in dem langen Drama der Trennung von Gottfried Bermann Fischer. Die Familie Fischer muss ins Exil gehen, der Verlag wird geteilt. Man kann auch sagen, übernommen. Bermann Fischer kann nach Wien ausreisen. Es gibt eine konstruierte finanzielle Kompensation. Die Anteile der alten Fischer AG gehen auf eine neu zu gründende KG, deren geschäftsführender Gesellschafter Peter Surkamp ist, über. Das Ganze unter Obdach und schützendem Händchen der Reichsstiftungskammer, mehrerer Industrieller, der Banken. Das ist ein Arrangement, das für alle Beteiligten moralisch, emotional und alltagslebensrelevant furchtbar belastend war. Und ein diplomatisches Kunststück. Ein diplomatisches Kunststück, eine Arisierung, die nicht aussah wie eine Arisierung, von einem Akteur, der sich zu Recht als Treuhänder versteht und die bizarre Wolte schlagen möchte, den jüdischen S. Fischer Verlag durchs Dritte Reich zu navigieren, was natürlich völlig schief ging. Das heißt, es ist eine Zeit, eine Wendezeit, kann man sagen, in der das Dritte Reich sich international präsentiert als weltoffen und in der sozusagen auch ein solch weltbekannter Verlag gerne noch gesehen wird. Ja? Also auch eine Funktion hat in der Propaganda öffentlich, dass S. Fischer weiter publizieren kann, die Zeitschrift herauskommt unter der Leitung Peter Surkamps. Und zugleich zeichnet sich schon ab in dieser Zeit, dass etwas nicht stimmt. Das war eigentlich nicht zu übersehen, aber der Theaterdonner hat es seine getan. Und zwar bis in kleine Bereiche. Es gab auf einmal Jazzclubs, in denen schwarze Musiker auftraten. Ein Jahr später eine vollkommen undenkbare Szene in Berlin. Also eine Inszenierung. Eine Inszenierung. Und dazu passte dann natürlich das Gefühl, auch biografisch irgendwie einen Schritt weitergekommen zu sein. Die Leitung dieses Verlags zu übernehmen, ist das Größte, was er werden konnte in seiner Eigenwahrnehmung. Wissend, dass der Preis dafür ein moralischer ist, weswegen auch die Trennung, da kommen wir später drauf zurück, von Fischer im Jahr 1950 nicht der emotionale Befreiungsschlag war, sondern die Fortsetzung eines uneingelösten Versprechens. Wenn wir jetzt ein Stück weiter schreiten auf das Jahr 1939 zu, das Jahr des Kriegsbeginns, wo alle Masken fallen, wo Deutschland, ich würde sagen, als überfallen, inszenierend, aktiv in Polen einfallend den Krieg auslöst, was zum Zweiten Weltkrieg werden soll, ist Peter Surkamp derjenige, der wenige Monate nach Kriegsbeginn aus Anlass eines Buches eines Frontkämpfers der Marmorklippen von Ernst Jünger selber ein Essay schreibt über das Verhalten in der Gefahr, an das Buch anknüpfend, aber eigentlich von dem Buch weitgehend absehend und etwas inszeniert, etwas darstellt, was eigentlich dann doch sehr deutlich auf Distanz geht.
Also dieser Vorspruch bei Gelegenheit von Ernst Jüngers auf den Marmorklippen ist quasi eine Irreführung des Lesers, weil eine Rezension wird das nicht. Es wird eher die Übernahme einer Erzähltechnik. Und dieser Essay, der dem Buch seinen Namen gibt, markiert in etwa die Wende hin zu einer neuen Form des Sprechens. Das ist dann endgültig uneigentlich. Also eine Form der inneren Emigration. Es ist das Verlagern der Reflexion von Zeitanalyse in dieser Zeit entfremdeten Bildern. Das sind Landschaftsbeschreibungen, das sind Naturanalysen. Das ist hier über das Verhalten das Gefechtsfeldanalyse. Aber dann entspricht es ja schon durchaus das, was Ernst Jünger selbst angestrebt hat, in diesem Buch Die Marmorklippen eigentlich eine Zeitkritik zu äußern, die bildlich, mythisch maskiert ist. Wir können uns zwei kurze Passagen aus beiden Texten anschauen. Da sehen wir, dass es tatsächlich eine Stilübung ist, die Peter Suhrkamp am Beispiel Ernst Jüngers an sich selbst praktiziert. Die Nähe der Gefahr kündigt sich in bestimmten Zeichen an, lange ehe die Gefahr selbst sich zeigt. Sie ist noch in weitem Felde und ihrer Wirkung noch verhüllt, aber bei dem Gefährdeten kann man schon ihre Zeichen finden. Wenn in einer überkommenen Ordnung, die sich durch Zeichen bewährt, niedere Kräfte zerstörend ausbrechen, wenn Söhne das Regiment über ihre Väter führen, weil körperliche Kraft bestimmend wurde, wenn Knechte aus einem angestammten Dienste entlaufen, wenn Beleidigungen Racheakte auslösen, wenn das Dunkel der Nacht nicht mehr Sicherheit bietet, wenn Hausruinen unabgeräumt liegen bleiben, dann sollte man sich auf die Gefahr vorbereiten. Peter Suhrkamp über das Verhalten der Gefahr anlässlich der Marmorklippen und daraus Ernst Jünger. Aus Ernst Jüngers Text. Ernst Jüngers Text. In diesen Kämpfen, die zu Menschen jagten, Hinterhalten und Mordbrand führten, verloren die Parteien jedes Maß. Bald hatte man den Eindruck, dass sie sich kaum noch als Menschen sahen und ihre Sprache durchsetzte sich mit Worten, die sonst dem Ungeziefer galten, das ausgerottet, vertilgt und ausgeröchert werden soll. Den Mord vermochten sie nur auf der Gegenseite zu erkennen und dennoch war bei jeglicher anderen Toten. Und dennoch war bei ihnen rühmlich, was dort als verächtlich galt. So, handeln diese beiden Texte von der Verrohung in der Phase zwischen 32 und 35? Spielen sie auf abstrakten Feldern in der imaginierten Kampagne? Mhm. Oder hier, wie es scheint, auf einem kommenden Schlachtfeld eines Krieges? Oder mitten in der NS-Gesellschaft? Mhm. Wer mag das bitte beantworten? Und mir ist interessant, dass ich weiß, Karl Jaspers, der auch eben Oldenburger, wenige Jahre älter als Peter Suhrkamp, hat auch in diesen Jahren, was Briefe zeigen, Ernst Jüngers Marmorklippen als ein sehr wichtiges Buch empfunden, sozusagen eine Bibel der inneren Emigration, als ein Buch eines Frontkämpfers, das noch anerkannt war, aber durchaus eben vermochte, diejenigen, die sich distanzierten, zu sammeln. Ja. Das scheint mir auch was Gemeinsames zu sein und auch vielleicht ein Stück gemeinsam, diese Ernüchterung aus dem Jahr 32, 33, auch Jaspers geistige Situation der Zeit, ist auch ein Buch des Aufbruches, der Relativierung der Moderne, der Skepsis gegenüber ihrer Anarchie und der Hoffnung, es könnte etwas Neues passieren, in aller beobachtenden Offenheit. Und dann doch diese späte Ernüchterung, ich glaube, ein ganz ähnlicher innerer Wertegang, nochmal ganz anders verschärft durch die jüdische Ehefrau von Karl Jaspers, Gertrud Jaspers, aber von dem inneren Zug, sich auf einmal in Ernst Jünger jemanden zum Vorbild zu nehmen, was innere Emigration sein kann, auch in der Ausdrucksweise, doch eine Parallele, oder? Es ist eine Parallele und sie erfüllt natürlich verschiedene Zwecke. In dem Moment, wo die Uneindeutigkeit sozusagen zur Stilfigur die Verhüllung wird, sozusagen. Die Verhüllung, entsteht ja ein intimer Deutungszusammenhang, der sich wiederum selbst der Deutung entzieht. Das heißt, das Überzeitliche als einer fiktiven Welt, als Muster einer Zeitkritik, die aber nicht angreifbar ist, weil sie scheinbar über den Zeiten schwebt. So ist es. Und das dient der Orientierung in der Orientierungslosigkeit und ist ein artifizielles Instrument, das aber tatsächlich die Hilflosigkeit zeigt, in der sich die Akteure befinden. Sie haben Anfang unseres Gesprächs schon einen weiteren Essay oder einige Schriften der Zuschauer erwähnt, die nochmal in den Jahren fortschreiten von 43
und wenn ich das richtig sehe, durchaus auch eine historische Figur, eine Freundschaftsfigur in der Fiktion zum Vorbild haben. Können Sie das noch ein Stück weiter erläutern? Ja, da gibt es den Lübecker Bankier Wilhelm Ahlmann. Im Zuschauer und im Tagebuch des Zuschauers ist ja der Freund Hector oder Herr Violett. Das ist ein Kriegskamerad aus dem Ersten Weltkrieg, schwerst verwundet, erblindet. Ein feiner Mensch, wie er im Buche steht. Und ein Gentleman. Ein Gentleman, bescheiden, korrekt, großbürgerlich. Empathisch, großbürgerlich, ohne auftragend zu sein. Der Tod Ahlmanns, den Peter Suhrkamp in der eigenen politischen Haft 43, 44 erfährt und erleidet, war der schwerste Schlag, den er überhaupt jemals erlitten hat. Was hat sie dem Tod auf sich? Ahlmann entging durch eigene Hand der Verhaftung. Er stand im Umfeld des 20. Juni. Er stand im Umfeld des 20. Juli und sah den Ausweg nur auf diesem Weg. Für Suhrkamp war es im KZ das schlimmste Zeichen an der Wand, das er sich denken konnte. Und er setzt ihm in dem Zuschauer ein Denkmal. Das ist zuvor geschrieben. Das ist zuvor geschrieben. Im Tagebuch des Zuschauers, das an dessen Stelle ab Frühjahr 43 erscheint, aber in kleinerem Umfang, lässt er einen Teil der Maskerade fallen. Der Leser kann erkennen, dass der Autor dieses Textes der Verleger des S. Fischer Verlags ist, beziehungsweise des Suhrkamp Verlags, vormals S. Fischer. Und er wird eingebunden in die Drangsale und Nöte des Alltagsgeschäfts dieses Erzählers. Allerdings auf eine Art und Weise, die auch typisch ist. Haben Sie eine Stelle wieder? Ich habe eine Stelle. Er relativiert seine eigene Bedrohung durch so eigenartige Lakonien und Verallgemeinerungen. Auch die schweren Schläge, 6. März, sausen nicht auf einen herab, nur kündigen sie sich so an, als würden sie wie ein herabsausender Beilhieb sein. Das Kennzeichen der gegenwärtigen Situation ist allgemeine Unruhe und auch in ihr verlangt das Leben in jedem Moment seine Bejahung, ohne Schielen nach festen Ländern und Bänken in der Umgebung. Aber wenn die Arbeit von 10 Jahren verloren ginge, ich entsann mich, dass heftige Ausschläge in meinem Leben in periodischer Folge vorkommen. Noch nie hatte ich nach solchen Fehlschlägen gezögert, mit dem Wiederaufbau anzufangen. Das klingt, 10. März, Freund Hector eingetroffen, er kam gleich zu mir. Die Gespräche über meine Situation ermüden mich, sodass ich, wenn der Bericht gegeben ist, danach fast unhöflich abwesend bin. Ich vermag nicht weiter an die Wichtigkeit des Vordergrundes zu glauben, fühle, dass es darauf weniger ankommt, fasse aber das andere noch nicht. Er spricht von nichts anderem als den Sitzungen in der Reichsschriftungskammer, im Propagandaministerium und in der Parteikanzlei, die den Schluss des Verlags zum Gegenstand haben. Also kurzum, die politische Führung beschließt, den Verlag zu liquidieren. Das wird Peter Suhrkamp auch mitgeteilt. Und interessanterweise entsteht dann ein Machtkampf zwischen dem Ministerium, also Goebbels, und der Parteileitung auf der anderen Seite, in dem sich Goebbels zugunsten des Fortbestands des Verlags durchsetzt. Und dieser Vorgang mündet in diese kleine lakonische Schilderung einer Befindlichkeit. Ich kann an der Stelle nochmal auch ein Jahr zurückblenden. Das Jahr 1942 ist ein Jahr, in dem vom Suhrkamp Verlag eine Anthologie, eine Sammlung von Essays deutscher Geist publiziert wird, Texte der Klassiker, der Idealisten bis Ende des 19. Jahrhunderts. Kurze Textausschnitte mit kurzen Einführungen, die Oskar Lörck, Peter Suhrkamp, Kasak geschrieben haben. Eigentlich eine verdienstvolle Traditionssammlung, könnte man sagen. Ein Vorgehen der inneren Emigration, ein Projekt der inneren Emigration und doch auch ein Projekt, das der Zeit dient. Können Sie uns diese schillernde Figur dieses deutschen Geistes, dieser zweibändigen Anthologie doch mal aufschlüsseln als strategische Leistung? Ja, es zeigt vor allem, dass es vor Ambivalenz kaum zu ertragen ist, was damals passiert. Das Buch liest sich tatsächlich als Kompendium eines überzeitlichen deutschen Traditionsstrangs von Philosophie, Literatur und Erzählkunst
mit den großen klassischen Namen über die verschiedenen Epochen hinweg. Und als solches, als Dokument des anderen Deutschlands, das durch den Nationalsozialismus nicht affiziert ist. Gleichzeitig erzielt der Verlag einen überlebenswichtigen Erfolg dadurch, dass der deutsche Geist die Sammlung dieser heiligen Texte in die Bibliotheken der SS-Ordensburgen einziehen wird und damit als Legitimationsgrund für das Fortbestehen des Verlags zu gebrauchen ist. Heißt, der Verlag ist beteiligt an der Ausstattung von SS-Ordensburgen? Naja, er ist nicht beteiligt an der Ausstattung, aber er liefert ein prominentes Objekt in der Bibliothek. Immerhin. Und darauf kann man verweisen und dann kann es ja mit der Staatsfeindlichkeit nicht so weit her sein. Das ist die Überlebensstrategie im Großen wie im Kleinen. Ein anderes Beispiel ist, dass zum Schluss, also auch in der Phase nach der nicht vorhandenen, nicht realisierten Schließung, natürlich nur im Verlagsgeschäft existieren kann, was als kriegswichtig angesehen wird. Mhm. Also wird diese Kriegswichtigkeit generiert. Ein Beispiel bei Suhrkamp ist Lothar Günther Buchheim, Das Boot. Ein Klassiker 80er, 90er Jahre dieses letzten Jahrhunderts. Erscheint zu Kriegsende bei Suhrkamp mit einem Geleitwort von Großadmiral Dönitz. Und damit ist der Verlag kriegswichtig. Also das sind Strategien, die von außen betrachtet erschrecken, aber von außen betrachtet überhaupt nicht zu beurteilen sind. Und die auch andersrum nicht hindern können, dass Peter Suhrkamp selbst 1944 in Haft kommt. Was ist der Grund dafür, dass dieser Verleger, der anscheinend auch so gute Verbindungen hat in die Ministerien hinein, in die Vermittlung und den Vertrieb von Büchern, auf einmal dann doch sozusagen Opfer oder in das Radar des Regimes so gerät, dass er dann auch verhaftet wird, in ein Konzentrationslager kommt und erst im Februar 1945, halbtot kann man sagen, entlassen. Was ist der Hintergrund dieser Verfolgung Peter Suhrkamps? Also unter dem Radar steht er seit 1936. Der Verlag ist mit der Übernahme durch Peter Suhrkamps neue Firma unter Kuratel der Reichsstiftungskammer. Die neue Rundschau musste durch die Zensur imprimiert werden. Es lief alles unter Kontrolle. Der konkrete Anlass war eine Falle. Man hat ein Arrangement aufgestellt, das ja hineingedappt ist und das eine Hochverratsklage ermöglichte. Das war nicht allzu schwierig und nicht der einzige Fall. Insgesamt war es schon eine Abrechnung mit einer Resilienz, die dem Ministerium genauso wenig schmeckte wie der Parteileitung. Also allein das Spiel mit dem Verlagsnamen, an S. Fischer festzuhalten, bis es gar nicht mehr anders ging. Und dann über den eingedruckten Schriftzug Suhrkamp Verlag mit einem Stempel, vormals S. Fischer, zu setzen, waren natürlich Provokationen, die früher oder später zur Abrechnung führen würden. Das heißt, er hat sich widerständig verhalten in Details, die ärgern mussten. So ist es und war für seine Dickköpfigkeit berühmt und auch dafür, dass die Ergebenheitsnoten gegenüber der Kammer fingierte Noten waren. Also sozusagen auf Befehl ein Geburtstagsgedicht für den Führer mit zu veröffentlichen und derlei Dinge verspätet. Das sind alles Handlungen gewesen, die nicht auf der Linie lagen. Mhm. Und wie hat man sich diese Haft selbst vorzustellen, dieses knappe Jahr, was er dort hat verbringen müssen, das ist ja, glaube auch für ihn eine einschneidende Phase der Neubesinnung geworden, des neuen Nachdenkens, des Lesens, des Schreibens. Wie ist diese Zeit, sozusagen, der Peter Suhrkamp in Haft? Also sie teilt sich grob in zwei Hälften, nämlich vor der Gerichtsverhandlung und nach der Gerichtsverhandlung. Das heißt, es gab eine Gerichtsverhandlung. Mhm. Es ist natürlich ein Unrechtssystem gewesen, aber es hatte seine Regeln bis zu einem bestimmten Punkt. Und die führten in der ersten Hälfte eben zur Internierung in Ravensbrück und im Gestapo-Hauptquartier. Die Hochverratsklage lief ins Leere. Sie endete in einem Freispruch und in der sofortigen erneuten Verhaftung durch die Gestapo. Das heißt, in einem rechtsfreien Raum. In einem rechtsfreien Raum. Und ab diesem rechtsfreien Raum war das Überleben im Prinzip zufällig. Er hätte im Prinzip jeden Tag ohne Urteil umgebracht werden können. Das parteiliche Ressentiment war noch vorhanden und hat ihn so ergriffen, dass niemand ihn schützen konnte, sondern er in der Gestapo-Haft verblieben ist. Und er hat sich dann
versucht, Überlebensstrategien zu entwickeln, die er in dieser ersten Hälfte en gros ausgelebt hat, nämlich sich im Text zu vergewissern. Das heißt, er hat in großen Tableaus gelesen in dieser ersten Hälfte, als es noch die entsprechende Versorgung gab, große Romane, große Gesellschaftsstudien und selbst entsprechend geschrieben. Wir denken an die geplante Einleitung zu den Wahlverwandtschaften, die in der eigenen Klassikerreihe erscheinen sollte. In der zweiten Hälfte waren es dann eher kleine Texte mit eher pessimistischen, fatalistischen Stoffen. Bemerkenswert ist, dass er diese gesamte Phase nicht als Unrecht empfunden hat, sondern als Prüfung. Eine Haltung, die aus unserer Sicht schwer nachzuvollziehen ist, aber die Figur der permanenten Bewährung kann man immer wieder aufnimmt. Vielleicht kann man das beides auch sehen, Unrecht und Prüfung. Also das ist ja auch eine Art des Vornehmens, Nehmens, dass man sagt, es geschieht Unrecht, aber man lässt sozusagen die Perspektive des Unrechtes nicht gewinnen, sondern sagt, ich erlebe es als eine Phase der Selbstprüfung. Also man deutet es für sich anders und erhebt sich ein Stück weit über die Situation. Das ist ja auch eine Art von Strategie. Das ist eine Strategie, die... Ich bin nicht das Opfer, sondern ich bin der, der geprüft wird. Ja. Das ist eine ganz andere Perspektive, die eine Art auch innere Noblesse. Und es ist entkoppelt von der vollkommenen Hilflosigkeit im objektiven Alltag. Ja. Die Ohnmächtigkeit wird aufgegeben. So ist es, ja. Und das spitzt sich zum Jahresende 1944 zu. Die Wahrscheinlichkeit des baldigen Verstummens wird immer größer. Und im Hintergrund geschehen schwer beschreibbare Dinge. Annemarie Seidel wendet sich an Hans Jost, erinnert an die gemeinsame Zeit in München, erinnert daran, dass sie sozusagen nach dem Ersten Weltkrieg doch eine gemeinsame Ausgangslage hatten und dass die Beurteilung der Persönlichkeit doch nach den damaligen Maßstäben zu erfolgen habe und dass ihm das deswegen geholfen werden müsse. Und die Maschine im Hintergrund surrt, Arno Breker ist beteiligt, Reindl ist beteiligt, der in München vermutlich den Ausschlag gibt, dass beim Leiter des Sicherheitsdienstes Schellenberg interveniert wird und der tatsächlich am 8. Februar in einem Zustand, der sein baldiges Sterben nahelegen sollte, in Sachsenhausen entlassen wurde. Und somit tatsächlich Peter Surkamp das Glück hat, überleben zu können, die Prüfung für sich überstanden hat, aber auch sagen, aus dem Griff der Schergen befreit ist, in Potsdam mit knapper Not überlebt, bei Hermann Kasack, seinem Lektor. Haben Sie da noch eine Stelle für uns, ich ahne es? In Potsdam überlebt und anfängt mit dem Taschenbuch für junge Menschen, sowohl die Perspektive für einen Neuanfang als auch die Notwendigkeit der Schuldfrage aufzureißen. Also das ist Anfang 46 dann? Das ist Anfang 46 und es geht in den gleichen großen Bögen, wie wir ihn kennen, weiter. Peter Surkamp beginnt mit Über das Lesen. Dann lesen wir Hugo von Hofmannsthal, Die Briefe des Zurückgekehrten, Rudolf Alexander Schröder, Bekenntnis, Peter Surkamp, Briefe an einen Heimkehrer, Reinhold Schneider, Fausts Rettung. Und in der Mitte, Wolfgang Schadewald, die Heimkehr des Odysseus. Also auf der einen Seite Zuspitzung des moralischen Urteils auf die Situation der aktuellen Zeitgeschichte und gleichzeitig die Einbettung in geradezu planetarische Menschheitsdimensionen. Und zugleich auch ein Stück Aufnahme dieser Prüfungssituation. So ist es. Was das Lesen für ihn bedeutet hat, als rettende Möglichkeit, über die Situation hinauszuwachsen, wird in der Situation der Nachkriegszeit als Prüfung für diejenigen, die überlebt haben, inwieweit sie fähig sind, über eine ähnliche Form der literarischen Aneignung nicht unterzugehen. Könnte man das so sagen? Ja, und gleichzeitig zu wissen, dass diese Ebene von der Wirklichkeit entkoppelt war. Also er kritisiert im Brief an einen Heimkehrer die selbst zugewiesene Rolle des Zuschauers. Als tatenloser Zuschauer wandte ich mich ab von den Schauplätzen der Verbrechen. Ich ging hin, bestellte mein Haus und bearbeitete im Büro und am Schreibtisch die alten Werte immer wieder, als könnte ich im kleinen Bereich eine Welt aufrechterhalten, die außerhalb schon untergegangen war. Das heißt, die bittere Selbsterkenntnis,
der Chimäre dieser zweiten Ebene. Die transportiert er in den ersten Schriften nach 45 mit Konsequenz und Selbstkritik. Das heißt, das moralische Versagen in diesem Sinne, sich zurückgezogen zu haben in einer Form der inneren Emigration und nichts getan zu haben, um die Mordmaschine irgendwie zu stoppen oder ihr etwas entgegenzusetzen, außer der Möglichkeit, den Verlag selbst zu erhalten. Ja, und das geht so weit, dass er in Bezug auf den 9. November eine ja, explizite Kollektivschuldthese aufstellt. Sie haben ein Zitat? Ich habe ein Zitat. Viele bei uns wollten nichts von dem Bösen gewusst haben, das überall in Deutschland geschah, beispielsweise in den Konzentrationslagern. An den Szenen vom 9. November 1938 war jeder bei uns in irgendeiner Form beteiligt. Ob er nun zu einem Kommando gehörte, das in der Nacht die Synagogen zu demolieren hatte und in ihrem Mitten Feuer anzulegen hatte, oder zu den Trupps, die vom Morgengrauen des Tages bis in die Abenddämmerung in allen Straßen vor den jüdischen Geschäften aufzogen, zunächst die Schaufensterscheiben durch Steinwürfe oder mit Eisenstangen zertrümmerten, dann in die Geschäfte eindrangen und die Waren aus den Borden, Kästen und Schränken zerrten, und. In einer von diesen Formen war jeder dabei und beteiligt. Entweder tat er in irgendeiner Form mit oder er ließ es geschehen. Das ist 1947 eine deutliche Aussage. Das heißt, es ist eigentlich auch hier eine Parallele zu Karl Jaspers, der Mitte 46 in seinem Buch Die Schuldfrage genau das, was hier Peter Suhrkamp beschreibt, die aktive oder passive Beteiligung, das Mitmachen oder Geschehen lassen als verschiedene Formen der Schuld, verschieden sozusagen schwerwiegend, aber doch als solche, von denen man behaupten muss, sie sollen dazu führen, dass man über sich nachdenkt, das zugesteht und anerkennt, dass etwas geschehen ist, was nicht richtig war und was die Einsicht der Schuld nach sich zieht. Ja, und er zieht es auch auf eine Ebene, die über diesen Taten konkret liegt. Ich zitiere noch einmal. Diese systematische Pervertierung des Menschen, die vielfachen Brüche des natürlichen, langsam gebildeten und gewachsenen Gefühls, die vielfachen Brüche des Rückgrats der Menschen, stellen das eigentliche Verbrechen gegen die Menschlichkeit dar, das geschehen ist. Es bedarf für die heutigen Prozesse mit dieser Anklage eigentlich gar nicht mehr so komplizierte Konstruktionen von Tatbeständen, sondern wer den 9. November 1938 in Deutschland miterlebte und da noch der Regierung in irgendeiner Form diente, welche die Parole zu diesem 9. November ausgab, hat sich dieses Verbrechens mitschuldig gemacht. So, und jetzt kommt aber die Konsequenz. Kein noch so großes Unglück vermag das Böse zu tilgen. Nur in der Aufklärung, im hellen Licht der Vernunft, in der freien Unabhängigkeit des Weltmannes, wird das geschehen? Wie weit sind wir alle heute noch davon entfernt? Vielleicht an der Stelle ein Ausblick oder ein zeitlich anschließender Blick auf Europa. Auch nochmals Jaspers die Nähe, der im Herbst 46 in Genf eingeladen ist, über den europäischen Geist zu sprechen. Und wir stellten beide mit Verblüffen fest, dass Peter Suhrkamp, obwohl nicht in Genf anwesend, doch sehr genau dieses europäische Ereignis, diese Neuausrichtung mitbekommen hat. Können Sie sagen, zu Peter Suhrkamps Reflexion zum europäischen Geist noch einen Satz sagen, der hier anschließt? Also er beobachtet an den Berichten, die Jaspers Auftritt oder Teilnahme an der Genfer Konferenz kolportieren, er schreibt Sprachverwirrung und Zerfallenheit der besten Europäer untereinander. Das heißt, die Diagnose ist weiterhin skeptisch. Er versucht aber, dieses europäische Potenzial zu benennen und herauszuarbeiten. Das geschieht auf der individuellen Ebene mit dem Bild der inneren Person, die nicht die Persönlichkeit sei im Sinne von markanten Eigenschaften, sondern von Wesenszügen, die sich erst im Moment ihrer Realisierung in ihrer Verkörperung zeigen und versucht dann in einer etwas komplizierten Konstruktion diesen Prozess der individuellen Vollendung als europäisches Kernwesen von den alten Griechen bis in die Gegenwart
Das heißt, es ist eine Art Umorientierung. Es ist eine Art Umorientierung. Also nochmal ganz kurz, der Surkamp, der sozusagen um 33 die mögliche Aufgabe des Ich in einem größeren Gesamt mit erhofft hat, ist nach 45 derjenige, der die Hoffnung da reinsetzt, dass das Ich sich erkennt, die innere Person, das ist auf europäischem Hof sozusagen, als Herausforderung, dass die Einzelnen sich selbst erkennen und dieses sich selbst erkennen in dem, was man ist, als Voraussetzung eines gemeinsamen Europas. So ist es. Und also so eine Pluralität und nicht mehr eine sozusagen Forderung, im Ganzen aufzugehen. Ja, und das Perverse an dieser Umkehrung ist, dass sie das Resultat der Selbstreflexion in der Haft ist. Wieso pervers? Naja, das ist jetzt diese Idealisierung der Extremsituation als kathartischen Moment. Das heißt, aber es würde ja auch, das ist ja eine Grenzsituation des Denkens, können wir mit Jaspers beschreiben, in dem ein Mensch über sich so nachdenklich wird, dass er überhaupt fähig ist, zu revidieren, was er bis dahin gedacht hat. Ja. Und sich alles umkehrt in diesem Sinne und neu bestimmt wird, neu akzentuiert wird. Ja, und diese Umkehr ist ja ein produktiver Prozess. Es ist nicht das Einreißen bestehender Positionen, es ist ihre Weiterentwicklung nach maximaler Infragestellung. Das heißt, Peter Surkamp wird zu einem Europäer in dieser Nachkriegszeit, der das Individuelle hochschätzt und dann, wenn ich es richtig verstehe, auch in seinem Verlagsprogramm, was 1950 entwickeln kann, sozusagen diese einzelnen Stimmen Europas im Surkamp Verlag überhaupt präsent macht für die Deutschen. Können Sie da noch was zu sagen, wie sich damit verhält? Naja, das ist ja ein ungeheuerlicher Vorgang. Also die Trennung von Gottfried Bermann Fischer hat zur Folge, dass er ausschließlich mit den Rechten an den Werken seiner Autoren neu anfängt. Er hat keine Schulden, aber er hat auch kein Kapital. Und in dieser Situation, hoch prekär, kann er gut auf Hermann Hesse bauen, der ihm auch Kapital in der Schweiz besorgt. Mit Brecht hat er einen Scheck auf die Zukunft, der erstmal kein Reichtum bedeutet, 1950, aber natürlich persönlich eine unglaubliche Bindung verkörpert. Aber in dieser Situation, wo er einen jungen Max Frisch entdeckt, ja, und, wagt er es, die Proust-Übersetzung anzugehen. Das heißt, dieser Individualismus, den er in den 20er Jahren noch skeptisch gesehen hat, wird auf einmal Kernaufgabe des Verlages. Es wird Kernaufgabe des Verlages. Er setzt sich früh mit der Frage auseinander, was kann ihm Beckett sagen und warum muss er Beckett publizieren? Samuel Beckett, der kein aufbauender Typus ist, eher ein Zweifler, ein Skeptiker. Ja, und schon gar nicht Massenkonsens fähig, sondern sprachlich höchst individuell. Also kurzum, er versucht einzusammeln, was an geistiger Entwicklung nicht nur in Deutschland verkümmerte, sondern von Deutschland auf der Welt nicht wahrgenommen werden konnte oder nicht wahrgenommen werden wollte und leitet daraus einen großen Auftrag ab. Und parallel dazu entdeckt er und installiert er in seinem Programm die intellektuellen Sockel dessen, was Jahrzehnte nach seinem Tod die Surkamp-Kultur genannt werden wird, mit Scholem, Adorno, Benjamin. Also Gershom Scholem, der nach Israel ausgewandert ist, Palästina. Ja, es gibt schon 1950, also im Jahr der Verlagsgründung, die große Benjamin-Konferenz in Frankfurt mit Gershom Scholem, der auf Europabesuch ist, mit Theodor Wiesengrund und Gretel Adorno, mit Peter Surkamp und dem Lektor Friedrich Potschus. Und sie planen dort schon eine Benjamin-Ausgabe. Und mit Adorno und Benjamin zieht zu einem Zeitpunkt in der Verlagsgeschichte dieses philosophische Gestirn in ein Experiment mit ein, dessen Ausgang vollkommen ungewiss war und das genauso ein Wagnis bedeutete wie die großen Übersetzungen. Das heißt, wenn man ein Stück unser Gespräch resümiert, dann ist das ein ungeheurer Denkweg, den er zurückgelegt hat in historisch prekären Zeiten mit Zäsuren, mit Krisen, mit Wendepunkten. Um 33, nach dem Ersten Weltkrieg, das Vorspiel, die Kriegszeit mit dieser immensen Bedrohung des Verlages, seiner eigenen Haftzeit und dann nach dem Krieg die Möglichkeit im Grunde diesen Erkenntnisgewinn hin auf das individuelle Europäische im Verlag umzusetzen und zugleich auch die Autoren, wenn ich es richtig verstehe, in den Verlag zu holen, die nach 33
als Deutsche jüdischer Herkunft ins Exil getrieben worden sind. So ist es, und das bildet der Band auf sehr gelungene Art und Weise ab. Es fehlt das programmatische Statement Peter Suhrkamps zu Adorno und Benjamin. Das gibt es einfach nicht. Ansonsten finden wir genau diese Etappen, die für das Gesamtbild elementar sind, hier als Mosaik aneinandergefügt. Wir haben in der Anordnung der Essays nicht unsere vier Kapitel, die wir eben aufgerissen haben. Sie folgen einander ohne weitere Einteilung. Aber wenn man Nachwort, Drucknachweise, die sehr gut gearbeitet sind, als Leseanleitung zu Rate zieht, dann kann man diese Epochen identifizieren und sowohl innerhalb dieser Epochen als auch zwischen diesen Epochen die Entwicklungen, wie wir sie eben aufgezeigt haben, so plastisch nachvollziehen, wie das bisher noch nicht möglich gewesen ist. Gut. Mit Hilfe eines Kenners, der uns sozusagen die Zusammenhänge aufschließt. Herr Schopf, vielen Dank für dieses Gespräch. Bis zum nächsten Mal in Oldenburg. Ihnen zu Hause alles Gute auch. Eine gute Woche. Ich danke.